Tel Aviv ist bekannt für seine innovative Start-up-Szene mit unkonventionellen Ideen. In Rumänien hingegen ticken die Uhren noch traditioneller. Hier ist der Alltag stark vom christlich-orthodoxen Glauben geprägt. Die Stadt Iași zählt ein Dutzend Klöster und 100 Kathedralen. Hier gehört es zum Alltag der Bevölkerung, für das tägliche Gebet in die Kirche zu gehen. Iași ist auch ein Wallfahrtsort, zu dem Gläubige aus ganz Rumänien oder benachbarten orthodoxen Ländern pilgern. Denn die Metropolitankathedrale ist die letzte Ruhestätte der Parascheva, einer wichtigen Heiligen aus dem 10. Jahrhundert. Ausgerechnet in diesem konservativen religiösen Umfeld entsteht ein Angebot, das viele als ketzerisch empfinden dürften. Claudio Jojatu ist Rumäne und mit der hiesigen Kultur aufgewachsen. Seine Religion ist jedoch die Technologie. Mit 6 Jahren bekam er seinen ersten Computer. Mit 30 will er virtuell unsterblich werden. Und zwar dank eines Avatars. Nach Claudios Tod soll sein Avatar in der Lage sein, online mit den Hinterbliebenen zu kommunizieren. Zum Beispiel Fragen der Tochter zu beantworten. Has always been a very Unsterblichkeit war für mich immer ein sehr wichtiges Thema. Ich glaube, weil ich etwas zurücklassen will, damit meine Existenz nicht nutzlos war. Mit einer virtuellen Kopie von mir erinnern sich die Leute daran, wie ich wirklich war. Und nicht so, wie jemand anderer mich gesehen hat und mit dieser Sichtweise mein Image prägt. Virtuelle Unsterblichkeit. Die Plattform Eternity soll es möglich machen. Hinter Eternity steckt der gebürtige Rumäne Marius Ursacke und ein Team von Entwicklern. Unser aktueller Ansatz mit Eternity ist, dass wir einen digitalen Zwilling erschaffen, der uns überleben wird. Wir sammeln den digitalen Fußabdruck, zum Beispiel Facebook-Posts, Fotos, E-Mails, Daten vom Smartphone oder Gesundheitsmessgeräten. Und wir nutzen diese Daten, um automatisch die Autobiografie des Users zu schreiben. So generieren wir den Avatar, den digitalen Zwilling. Dieser wird über die Jahre mehr und mehr wie der Nutzer, bis er diesen ersetzen kann. Entweder in Situationen, in denen dieser noch am Leben ist, oder nach dessen Tod. Eternity ist noch in der Entwicklungsphase. Im Moment kann sich das System nur via Textnachrichten mit den Usern austauschen. Doch in absehbarer Zeit soll der Avatar auch optisch wie der Benutzer aussehen und als Art Hologramm via Bildschirm mit den Hinterbliebenen kommunizieren. Über 40.000 Menschen haben sich bereits auf der Plattform angemeldet, um einen digitalen Zwilling von sich kreieren zu lassen. Doch bislang wurden nur einige Dutzend Testpersonen ausgewählt, mit denen Eternity das Produkt entwickelt. Die futuristische Idee entstand am renommierten MIT. Dem Massachusetts Institute of Technology in den USA. Vor einem Jahr kam Marius Ursacke zurück in seine Heimatstadt Iași, um die Plattform weiterzuentwickeln. Denn Iași ist mittlerweile eine Art Silicon Valley Rumäniens geworden. Die IT-Branche wächst und wächst und mit ihr die Arbeitsplätze. Ich dachte, es sei eine verrückte Idee, weil wir noch nicht die Technologie dafür haben, um diesen Avatar umzusetzen. Es wird vielleicht noch 5, 10 oder 20 Jahre dauern, bis wir so weit sind. Außerdem waren da ja die Bedenken, dass viele Leute die Idee verstörend finden werden, weil man ja nicht über den Tod redet und diejenigen, die es tun, gelten als verrückt. Nur schon so etwas zu wagen, ist verrückt. Wie die Leute, die das Altern oder den biologischen Tod bezwingen wollen, die gelten ja auch als verrückt. Denn der Gedanke an Unsterblichkeit hat so große Auswirkungen auf die Menschheit, dass wir ablehnen, es überhaupt begreifen zu wollen.